Hallo Jungfrau, herzlich willkommen zu deiner Monatslegung September 2023. Jungfrau, auch die ältere Generation fühlt euch willkommen. In meinen Legungen positiv, negative Aspekte, okay, Warnsignale, Bereicherungen, alles so, wie die Karten es sagen möchten. Jungfrau, es ist schon viel Energie am Start und wir schauen mal, was ich dir mit auf den Weg geben darf. Ja, der Fortschritt. Jungfrau, September wird ein Monat des Fortschrittes, der Reisen, des Umzuges, des Ankommens, ne, des Loslassens, die Zügel in die Hand zu nehmen, nach vorne zu schreiten, nicht aufzugeben, deine Freiheit einzufordern, deine Liebe einzufordern, auf intelligente Art und Weise. Jungfrau, September 2023, die Hauptenergie ist wirklich schon, die Zügel in die Hand zu nehmen, nach vorne zu schreiten und diese Lernaufgabe, die bevorsteht, dankend anzunehmen. Jungfrau Mann wird in der ersten Septemberwoche wirklich voller Glück gesegnet sein, ja, voller Mut, voller Tatendrang, Gesundheit, Männlichkeit, auch Sexualität. Die Jungfrau-Frau wird voller Dankbarkeit, voller Güte, voller Warmherzigkeit ummantelt sein in der ersten Septemberwoche schon. Wie geil ist das denn? Jungfrau, die Familie, das Ankommen, das Glück, die Sicherheit, ja? Viele von euch werdet ihr den Fokus auf die Familie legen. Ein Zyklus der Harmonie wird sich schließen. Es wird gefeiert werden. Am 3. gibt es Zufriedenheiten. Am 3. September gibt es Feiern, Geburtstage, ja, innerer Reichtum. Also wirklich mega geil. Die Familie wird ein großes Thema sein. Die Finanzen werden sich zeigen, auch im Monat September. Um den 4. solltest du keine finanzielle große Ausgabe machen, die mehr wie 3.000, 4.000 Euro bedarf. Ja? Du solltest kein Haus kaufen, kein Motorrad, nicht sowas machen, sondern das Geld entweder anlegen oder ausgeben, aber für etwas, was für dich ist. Das heißt nichts anderes wie, um den 4. haben wir ein finanzielles Thema, aber vorsichtig mit Abhängigkeiten. Die Stabilität, die Sicherheit, ja, die Arbeit, die Dualität. Jungfrau wird im Monat September sehr großzügig sein, sehr barmherzig sein, sehr in dem Fokus von anderen Menschen. Hast du Kinder, hast du Enkelkinder, möchtest du ein Kind? Eine Schwangerschaft ist möglich, auch hier, ja. Die Zusammenarbeit mit jüngeren Personen wird sehr schön sein. Die ältere Generation, hier heißt es vor allen Dingen, lasst los von Abhängigkeiten, genießt das Leben, genießt die Freiheit, nehmt euch ein bisschen mehr Freiraum, okay, und startet durch. Wir haben hier Löwe, Widder, Schütze, Stier, Jungfrau, Steinbock, Krebs, Fische, Skorpion, vertreten bisher schon, Zwilling auch sehr vertreten. Jungfrau, jetzt wird spannend. Wir haben Jungfrauen, September, am 2. Gleichgewicht, Stimmungsschwankungen, Liebe, Freiheit, Tränen, alles, was gereinigt werden darf. Am 4. sagte ich ja, es kommt die Stabilität auf der Arbeit, ja, in der Vernunft, in der Liebe, in der Sicherheit. Du schließt einen Zyklus der Harmonie, okay, der Familie, vorsichtig, es kommt ein Hinterhalt, 10., 20., 30. September, okay, ein Hinterhalt vor der Türe, vorsichtig mit Manipulationen, vorsichtig mit Falschheiten, vorsichtig mit Menschen, die dir etwas vorgaukeln, aber es nicht ehrlich meinen, vorsichtig, auch Kinder können ein Thema werden, in der Hinsicht, dass sie vielleicht ihre Ausbildung nicht machen wollen, ja, pubertätsbedingt, wie auch immer, also Kinder ist ein Thema. Am 9. haben wir eine selbst aufgesetzte Gefangenschaft, eine Traurigkeit, eine Depression, eine Abgeschlagenheit. Alles das, was negativ ist, ist wichtig, um dir beim Aufstehen wieder zu helfen. Wir haben eine Jungfrau, so sehe ich das, die bereit ist, Erfahrungen zu machen, die bereit ist, Krankheiten anzunehmen, die bereit ist, ihren Ort zu verlassen, ja, die bereit ist, Konflikte zu überstehen, Jungfrauen, die bereit sind, Entscheidungen zu treffen, aus der Selbstliebe heraus, Jungfrauen, die bereit sind, jedes Anliegen anzugehen, Jungfrauen, die bereit sind, aus der Vergangenheit, ja, keine Rückschlüsse mehr zu ziehen und die Vergangenheit dankbar zurückzulassen, Energieverluste, Energiereinigungen, wir haben einen Monat für die Jungfrau, ich bin auch Jungfrau geborene, ja, und es ist wirklich ein Karussell der Gefühle, ein Karussell der Emotionen. Du wirst gestärkt aus alles rauskommen, ja, aber nicht ohne Wunden. Das heißt,
Wir haben in der Liebe Liebeskummer, Trennungen, ja. Wir haben hier Dreieckskisten, die an die Luft kommen. Wir haben hier Vertrauensbrüche, wir haben hier Anziehungskraft, dann wieder nicht. Wir haben hier Aufblühen, dann wieder nicht. Die Liebe ist ein Thema, wo Jungfrau vorsichtig sein muss, wie sie es angeht. Wie sehr sie sich auf jemanden einlässt, wie sehr sie jemanden aus der Vergangenheit möchte. Wie sehr will eine Jungfrau in einer Lüge, in einer Illusion leben oder in der Wahrheit, auch wenn es eine nackte Ohrfeige ist. Jungfrau geborene Singles, alleinerziehende, ältere Generation, Witwer. Es kommt jemand aus der Vergangenheit wieder in deine Gedanken, in deinen Flow, in dein Leben zurück. Vorsichtig, es kann nichts Gesundes sein, manchmal, wenn nicht beide gelernt haben. Kommt jemand Neues in dein Leben, aufgrund einer Rehe, aufgrund einer Single-Börse, aufgrund Bekanntschaften, wie auch immer, gib dieser Liebe eine Chance, aber geh sie langsam an. Partnerschaften, allen Grund zu feiern. Ja, es gibt hier Kindergeburtstage, es gibt Geburten, es gibt ärztliche Schwangerschaften, ja, durch künstliche Befruchtungen. Also alles ist hier, die Partnerschaften werden gut laufen. Mit ein bisschen Hindernissen, aber sie werden gut laufen. Fazit ist einfach, Jungfrau, über finanzielle Geschichten brauchst du dir gar kein Thema machen. Ja, Finanzen kommen. Lege Wert auf eine private Legung, auf eine zielorientierte Therapie mit mir. Es gibt viele Sachen, die ich in diesen kurzen Videos nicht sagen darf. Ja, aus bestimmten Gründen halt. Und es ist wichtig, vielleicht in einer privaten Legung tiefer reinzugehen. Hast du einen Notfall? Schreib mich an. Ich gebe auch noch Notfalltermine am gleichen Tag, sofern ich spüre, die Situation ist es, bedarf es, okay? Jungfrau, es geht um Vertrauen, es geht um Anerkennung, es geht um Disziplin, es geht um Familie, es geht um Körper, es geht um Sicherheit, es geht um Erholung. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Jungfrau, um in deinen Flow zu kommen. Alles andere wird die geistige Welt für dich klären. Die Zahl 9, die 10, die 18, die 5, die 6, die 13, die 8, die 28, 38, 37, die 1 und die 10. Ja? In der Liebesbeziehung, in der Partnerschaft, in der Romantik, in der Vereinigung mit dir selber stehen die Türen offen für die Menschen, die die Vergangenheit zurücklassen, für die Menschen, die sich neu der Liebe öffnen, für die Menschen, die auch ihrem Partner, ihren Partnerin die Chance geben, sich zu versöhnen oder sich anders zu zeigen, aber auch die Liebesbeziehung mit dir, mit dem Leben, ja, kann von Bedeutung sein. Die Liebe ist nicht nur sexuell mit Partnern, sondern die Liebe zum Allem. Jungfrau E, Q, I, H, P, R, B, X, F, U, L, U, J und O. Okay, Jungfrau, passt die Zahlen an, passt die Buchstaben an. Es wird eine Herausforderung ohne Ende. Nimm die Zügel in die Hand, Jungfrau. Okay, wir schauen aber übernächste Woche einfach nochmal rein, um zu schauen, wie ist die Situation im Hier und im Jetzt. Aber hüte dich ja vor einer Fehlentscheidung, hüte dich vor einem konstanten im Trauerverfahren zu bleiben, sondern nimm die Zügel in die Hand, jetzt oder nie, Jungfrau. Es geht um alles oder nichts. Bis dahin,